Frohes neues Jahr, mein erstes Video in diesem Jahr und willkommen in meiner Küche. Heute habe ich für euch Partysuppe, also leckere Partyrezept, Gyrosuppe. Und ja, ist ein bisschen aufwendig, aber lohnt sich auf jeden Fall. Als erstes fangen wir von dem Fleisch an. Ich hatte hier gemischtes Fleisch, Putenfleisch und Schweinefleisch. Könnt ihr nur eine Sorte nehmen, wenn ihr habt oder wenn ihr kein Schweinefleisch isst. Die Putenfleisch war so schon geschnitten auf dünne Streifen. Das war so geschnetzeltes oder wie das heißt. Und die Schweinefleisch hatte ich da ein bisschen Nackensteak, nicht Nackensteak, Nackenstück von Schwein und habe ich mir auf dünne Scheiben geschnitten. Und während wir brauchen Gyros-Gewürz, also Gewürze für den Gyros. Ich hatte hier eine polnische. Wenn ihr sowas nicht habt, dann habe ich so eine Gewürzsalz für Gyros bei Lidl gefunden. Ja, von den Gewürz werden wir brauchen, ja, so ungefähr 30 Gramm. Ich habe die ganze Tütchen benutzt hier. Also die Menge von dem Fleisch, glaube ich, war da 700, 750 Gramm ungefähr. Wenn ihr eine Kilo habt oder möchtet, könnt ihr auch bis zum 1 Kilo Fleisch dazu nehmen, ja. Okay, das Fleisch müssen wir marinieren, erstmal in der Gewürzsalz oder Gewürze. Öl ist dazu, habe ich ein bisschen Öl gegeben, dank Öl lasse ich die Gewürze besser verteilen. Okay, marinieren eine Stunde im Kühlschrank, danach können wir das Fleisch anbraten, also kräftig von beiden Seiten anbraten. Ja, von beiden Seiten. Da gebe ich mir auf die Pfanne erstmal ein Drittel von dem Fleisch. Tue ich ein bisschen Öl rein. Ja, so 2-3 Esslöffel. Ich hatte hier Rapsöl. Ich habe mir das ganze Fleisch nicht auf einmal angebraten, weil sonst wäre das zu viel. Wenn zu viel Fleisch auf die Pfanne ist, wird das so, ja, das wird dunsten, nicht anbraten und sowas wollten wir nicht, ja. Also lieber auf dreimal braten. Und haben wir gute Ergebnisse. Okay, das Fleisch anbraten. Ich gebe das in eine Schüssel, weil das Fleisch müssen wir umfüllen noch. Umfüllen, ja. Abkühlen lassen. Und jetzt mache ich das zweite Teil von dem Fleisch braten. Und wenn der ganze Fleisch schon angebraten ist, müssen wir ihn abkühlen. Also muss nicht unbedingt ganz kalt sein, sondern nur ein bisschen, ja, lauwarm kann sein. Bei mir war lauwarm. Also es ist wichtig, dass er nicht zu heiß ist. Okay, mein Fleisch ist schon abgekühlt. Jetzt gebe ich dazu oder füge ich hinzu 200 ml Schlagsahne. Vermische ich das richtig und lasse ich im Kühlschrank wieder marinieren für ca. 30 Minuten bis eine Stunde. Das ist sehr wichtig. Zudecken und ab ins Kühlschrank. Und jetzt zeige ich euch die anderen Zutaten noch, was wir dazu brauchen. Zwei Paprika. Ich hatte hier eine große gelb und eine rot. Könnt ihr gleich groß haben. Dann werden wir brauchen zwei Zwiebeln, eine kleine Dose Mais. Ein Glas Champignons mariniert, die sind in Scheiben schon geschnitten. 150 Gramm Schmelzkäse, Sahnegeschmack. Eine Fläschchen oder Flasche Zigeunersauce. Dann Chilisauce. Bei mir war die Soße mild. Wenn ihr scharf mögt, dann könnt ihr scharf nehmen. Davon werden wir brauchen 7 Esslöffel. Dann Salz und Pfeffer, also Salz nach Geschmack. Und da ist mir noch eingefallen, wir werden noch brauchen 2 Päckchen Zwiebelsuppe. Paprika und Zwiebel werde ich mich klein schneiden. Also die Zwiebel ja so klein. Und die Paprika werde ich mir auf kleine Scheiben schneiden. Nicht Scheiben, Streifen. 2 cm Streifen, ja. Und dann in einen Topf gebe ich 2-3 Esslöffel Öl, Rapsöl. Und jetzt werde ich das Zwiebel andunsten. Ja, ca. 5 Minuten andunsten.
Wenn die Zwiebel schon angedunstet ist, gebe ich das Paprika dazu. Hier kann man schon sehen, wie sie geschnitten ist. Und lasse ich 5 Minuten anbraten. Dann kommen 1,5 Liter heiße Wasser dazu. 7 bis 10 Esslöffel von der Chilisauce. Könnt ihr ein bisschen mehr, könnt ihr ein bisschen weniger, je nach Geschmack. Oder wenn ihr die Soße nicht habt, könnt ihr ein bisschen Chili geben. Vermische ich das, zudecken und lasse jetzt das aufkochen. Wenn das schon aufgekocht ist, gebe ich die Suppe dazu. Schmelzkäse. Von der Schmelzkäse so ungefähr 150 Gramm. So lange vermischen, bis die Käse sich aufgelöst hat. Dann decke ich das zu und lasse ich ca. 15 Minuten köcheln. Nach dieser Zeit füge ich restliche Zutaten, also das Mais, abgetropft, die Champignons, auch abgetropft, die Zigeunersauce, das Fleisch, gut vermischen, decke ich wieder zu und lasse 5 Minuten köcheln. Nach dieser Zeit schalte ich das Herd aus, und gebe ein bisschen Pfeffer. Salz habe ich hier nicht gebraucht, weil die Suppe war salzig schon genug, also Salz hatte ich nicht gebraucht. Zum Schluss gebe ich noch Gewürzgurken. Ist mir noch eingefallen, ja, das würde die Suppe gut schmecken mit Gewürzgurken. Also hatte ich da 4 bis 5 Gewürzgurken in Halbscheiben geschnitten und dazu gegeben. Vermische ich das, lasse ich noch 5 bis 10 Minuten stehen und dann kann man genießen. Also die Suppe ist sehr lecker. Diese Menge reicht für 6 bis 10 Portionen und passt dazu Baguette, Brötchen oder Brot oder wenn ihr möchtet auch Kartoffeln, warum nicht? Okay, meine Lieben, das war's schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!